Mein Name ist Jens Voss, ich bin Kreispräsident des Kreisschützenverband Bassum. Wir feiern heute hier in Albringhausen-Schollingen-Borstel unser Kreisschützenfest. Wir haben knapp 500 Besucher. Albringhausen ist einer der lebendigsten Vereine bei uns im Verband. Relativ groß, die sind sehr aktiv, die haben auch schon vor 5 Jahren hier das Kreisschützenfest ausgerichtet. Auch da war schon Top-Stimmung. Wir haben DJ bestellt, oder vielmehr der Schützenverein Albringhausen-Schollingen-Borstel, der wirklich die Leute versteht, mitzuziehen. Ich habe es selten erlebt, dass schon beim Kreisschützenfest schon nach 1, 2 Liedern die Leute anfangen, auf die Bänke oder Tische zu steigen. Also ich glaube, heute wird das eine richtig absolut geile Party. Begrüßen möchte ich die amtierenden Kreismajestäten Jan Denker vom Schützenverein Bassum von 1848 als Kreiskönig, unsere Kreiskönigin Katrin Stegmann vom Schützenverein Nartenstedt, unsere Kreisjugendkönigin Merle Reutsch vom Schützenverein Bassum 48, den König der Könige Helmut Finke vom Schützenverein Nordwolde. Das hört sich gut an, das kriegen wir nochmal hin. Und die Königin der Königinnen Nicole Finke, ebenfalls aus Nordwolde. Unseren Kreismajestäten ein dreifaches Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Und ein ganz besonderes Willkommen den Spielmannszügen des Schützenvereins Albringhausen-Schollingen-Borstel und der Freiwilligen Feuerwehr Dimhausen, die uns heute hier durch den Umzug geleiten und uns schon ein Konzert zukommen lassen haben. Vielen Dank dafür. Ein Dankeschön auch an die Freiwillige Feuerwehr aus Albringhausen, die uns hier sicher durch die Straßen führt. Und ein Dankeschön für alle, die sich die Mühe gemacht haben, die Straßen für uns zu schmücken. Euch allen ein dreifaches Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Schönes Bild von hier oben, kann ich nicht anders sagen. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, schön, dass ihr alle den Weg zum Schützenverein Albringhausen-Schollingen-Borstel gefunden habt. Und wir möchten euch alle ganz, ganz, ganz recht herzlich begrüßen. Toll, dass ihr nach 5 Jahren, gefühlt ist es allerdings noch nicht so lange her, alle wieder so zahlreich unserer Einladung mit insgesamt gut 500 Teilnehmern gefolgt seid. Wir hoffen, die amtierenden Kreiskönige hatten eine schöne Amtszeit und das neue Königshaus wird seine Amtszeit genießen. Wir gratulieren schon jetzt allen Pokalgewinnern und Platzierten. Und wie es sich als guter Gastgeber gehört, wir haben uns vornehm zurückgehalten. Danke möchte ich schon jetzt ausdrücklich den Spielmannszügen aus Dimhausen und Albringhausen-Schollingen-Borstel sagen für ihre heutige Unterstützung. Und der Feuerwehr, auch aus den umliegenden Ortschaften, Heidstedt und Neubuchhausen, für die Sicherung des Umzuges. Wir wünschen euch und uns ein schönes Kreisverbandschützenfest in Albringhausen. Wir hoffen, unser Möglichstes getan zu haben. Uns allen viel Spaß, ein schönes Schützenfest und einen tollen Abend. Dankeschön. Ja, liebe Majestätinnen, liebe Majestäten, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, sehr geehrte Gäste, vielen Dank zunächst mal für die Einladung und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch erstmal an die neuen Majestätinnen und Majestäten. Ich wünsche euch ein schönes Jahr, habt viel Spaß bei eurer Arbeit bzw. auch bei euren Ehrenfeiern dann. Ich möchte einfach nur
mich bei allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern bedanken, weil ohne euch würde es Dorfleben, Gemeinschaft in Ortschaften in dieser Form nicht geben. Das ist immer wieder ein tolles Bild. Ich bin am 1. Mai auch zufällig hier durch Eibringhausen, Schorling-Borstel gereist, wurde auch gleich gefangen. Herzlichen Dank, Ralf, und alle, die dabei waren. Hat riesig Spaß gemacht. Meiner Frau hat es auch Spaß gemacht. In diesem Sinne wünsche ich uns heute einen gemeinsamen schönen Abend, viel Spaß, nette Gespräche und eine tolle Feier. Herzlichen Dank. Mit dem Schützenverein Eibringhausen, Schorling-Borstel richtet das ein Verein jetzt aus, der mehr als 100 Jahre Tradition hat. Und ihr habt euch sicherlich einen sehr guten Platz ausgedacht. Die hervorragende Jugendarbeit auch in diesen Vereinen, auch in den Vereinen des Kreisschützenverbandes so, gibt recht, denn ihr habt sicherlich sehr viele Erfolge auf regionaler, aber auch auf überregionaler Ebene erreicht. Also viel Spaß und einen schönen Fest. Hinter uns gebracht. Jetzt sind wir wieder auf dem Festzelt und vielleicht hört man es so ein bisschen im Hintergrund. Die Musik läuft schon, die Stimmung ist schon absolut top. Wir haben einen DJ bestellt, oder vielmehr der Schützenverein Eibringhausen Schorling-Borstel, der wirklich die Leute versteht mitzuziehen. Ich habe es selten erlebt, dass schon beim Kreisschützenfest schon nach ein, zwei Liedern die Leute anfangen auf die Bänke oder Tische zu steigen. Also ich glaube, heute wird das eine richtig absolut geile Party. Dieses Jahr werden wir dann ein paar Kilometer weg von hier landen. Wir werden beim Schützenverein Apelstedt feiern. Das ist zwischen Bassum und Sullingen. Auch die Apelstädter sind ein großer, relativ großer Verein. Die haben also mehr Mitglieder, als die Dorfeinwohner haben. Ist so eine Besonderheit. Das ist ein gutes Zeichen. Die können also auch was auf die Beine stellen und Party feiern. Und ich freue mich schon. Und wer dann mal gucken möchte, wie Schützen feiern, ist bei uns herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Schumacher. Ich komme hier aus dem Ort, gebürtig, bin Vorsitzender vom Schützenverein Eibringhausen Schorling-Borstel. Wir sind froh und stolz, dass wir dieses Jahr das Kreisverbandsschützenfest des Kreisverbandes Bassum wieder ausrichten durften. Das haben wir vor 5 Jahren schon mal gemacht, 2006 auch schon mal zum 100-jährigen Jubiläum. 2018 haben wir anlässlich des 950-jährigen Bestehens der Ortschaft Eibringhausen gesagt, im Rahmen dessen haben wir das ganze Jahr über Veranstaltungen gemacht, haben wir gesagt, wollen wir das Kreisschützenfest wieder machen. Das hat uns 2018 so gut gefallen und es ist so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, wenn es dann mal wieder passt, kein anderer Verein möchte,
wollen wir es gerne nochmal wieder machen. Besonders erwähnen und besonders bedanken möchte ich mich schon noch in diesem Augenblick nochmal bei den beiden Spielmannszügen, die es einrichten konnten. Zum einen von der Freiwilligen Feuerwehr Lemhausen, zum anderen sind wir sehr froh und dankbar, dass wir nach wie vor unseren Spielmannszug haben. Und wir würden uns freuen, wenn vielleicht der ein oder andere, der dieses Jahr hier war, im nächsten Jahr auch nochmal wiederkommt. Jeder ist gern gesehen, aber auch natürlich jeder in Zivil, in Veranstaltungen für alle. Und wir hoffen, dass wir heute Abend noch eine schöne Feier haben. Schönen Dank. Ja, ich bin Hanna, komme aus dem Schützenverein Nordwulde und bin die neue amtierende Kreiskönigin. Ja, und ich bin Sven, auch aus dem Schützenverein Nordwulde und bin der neue amtierende Kreiskönig. Wir hatten einen sehr gut besuchten und schönen Umzug, da viele Schützen anwesend waren. Die Party anschließend wird hoffentlich sehr schön. Ja, ich denke schon. Die Stimmung ist auf jeden Fall super gut dieses Jahr, würde ich sagen. Alle haben auch Lust. Nach so einer langen Corona-Pause ist es immer ganz gut eigentlich. Und mit DJ Tolly haben wir auch einen sehr guten DJ, der uns schon ordentlich einheizen wird. Also kommen Sie gerne vorbei auf das nächste Kreisschützenfest. Wir werden auch wieder da sein. Und machen Sie mit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie Niedersachsen TV, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.